Eine Predigt, ein eigenes Bibellesen, ein Nachfolge Jesu, ein Gebet, ein... An wie vielen Stellen hast du gesagt, ja, genau, so ist es. Und hast du auch die Stelle gefunden, wo du der Aussage zwar zustimmst, aber innerlich spürst, ich kann es nicht bewerkstelligen, ich bleibe damit allein und ich werde morgen wieder im nächsten Kapitel enttäuscht sein, weil der Prediger, die Predigt, das Bibellesen und das sich selbst engagieren mir nicht wirklich sagt, nicht wirklich zeigen kann, wie ich in diese Ruhe, in diesem Inhalt der Predigt, der Bibel, der Nachfolge kommen kann. Hast du es bemerkt an dir? Er wurde misshandelt, doch er beugte sich. Er öffnete nicht seinen Mund. Wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt, wie ein Schaf vor dem Scherer verstummt, öffnet er nicht seinen Mund. Durch Gewalt und Gericht ward er ergriffen. Wer kümmert sich um seinen Rechtsfall? Er ward herausgerissen aus dem Land der Lebendigen. Um unsere Sünde willen ward er zu Tode getroffen. Bei Verbrechern bestimmte man sein Grab, bei den Reichen, den Törichten seine Gruft, obgleich er niemals etwas Unrechtes tat und kein Lug trug, falsches Spiel, Lüge nicht in seinem Munde war.